es war immer eine Situation, wo man sagte, es könnte jeder cheaten, jederzeit, wie es auch heute der Fall ist, bestimmt in den Teams. Aber da muss man einfach hoffen, dass nicht so ist. Wir waren der Schrecken von Attacks. Und ja, es hat einfach nicht geklappt gegen Mousebots. Ich kann es bis heute nicht sagen, woran das genau lag. Dann gab es halt welche wirklich, die gemeint haben, ja toll, kein Skill. Dazu brauchst du kein Skill. Du musst nur ducken und sich aufeinander stapeln. Super. Kannst auch Domino spielen. Hi und herzlich willkommen zum heutigen Counter-Strike-Legenden-Interview. Und bei mir zu Gast ist Jerome Tod, besser bekannt auch als Chili, hat früher unter anderem gespielt für Pandora, für SK und für N-Faculty. Jerome, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke auch, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Die legendäre erste Frage an dich. Was hat es mit deinem Nicknamen auf sich? Ja, das ist eher so eine, man könnte sagen, wenn man es aus heutiger Sicht sieht, eher peinliche Sache. Ich war jung. So, ich würde sagen 14, 15, wo es alles anfing mit LAN-Partys und so etwas. Ich hatte keinen eigenen Rechner. Ich bin dann immer mit meinem Bruder mitgegangen, habe da versucht, immer mal ein paar Stunden Zeit zu erhaschen, um selber mal spielen zu können. Und alle fanden mich halt scheiße. Da habe ich mir gedacht, okay, ich bin scheiße, aber wenn ich scheiße bin, dann bin ich der Beste, der beschissen ist. Und habe mich dann Shitmaster genannt. So, das ging dann so an, ging dann so weiter, bis man dann im Internet gespielt hat und es gab dann diese Public Server dort, wo Beleidigungen weggeixt wurden. Und deshalb konnte man ja Shit nicht sagen, also haben mich die Leute dann Shitty genannt oder eine bestimmte Person und das habe ich übernommen und ist bis heute geblieben. Ja. Was war deine erste Counter-Strike-Version? Lass mich lügen, 6 Beta 6.1. Damit habe ich auch angefangen. Was in deinem ESL-Profil ja immer auffällig war, du hast nicht nur die deutsche Flagge, sondern eben auch die ungarische. Wie eng ist heute noch die Verbindung nach Ungarn? Sehr eng, würde ich sagen. Also ich spiele aktuell Valorant und habe schon an ungarischen Turnieren auch einfach teilgenommen. Und es gibt auch ungarische Community, Leute aus der ungarischen Community, die auf meinem Stream, den ich ab und zu mal anmache oder immer anmache, wenn ich spiele, die da hinkommen und auch sich für mich interessieren. Du bist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen, genau. Trotzdem eben auch enge Verbindung dann nach Ungarn noch über die Eltern. Ja, mein Vater ist halt Ungar und er redet auch nur Ungarisch mit uns. Und deshalb kann ich auch ausreichend Ungarisch, dass mich jeder versteht. Ist natürlich nicht perfekt, aber es langt, dass die Leute mich verstehen. Der Startschuss für deine CS-Karriere fiel so ein bisschen mit Pandora. Ihr seid damals ja auch Vierter geworden, bei der dritten EPS-Saison auf die Finals gekommen ja auch. Das Team war aber eigentlich eher so ein bisschen, kann man sagen, ein Freundeteam hier aus Frankfurt bei Pandora. Ja, bis auf Rockstar, der aus Hamburg kam, haben wir wirklich alle uns gekannt. Silver ist durch einen anderen Freund von uns dazugekommen. Wir haben gemeinsam in einer Wohnung gewohnt. Also nicht ich mit Silver, aber ich mit einem gemeinsamen Freund, Hopi, der auch mit Pandora mitgegründet hat. Und es gab noch andere Leute, die mit mir zur Schule gegangen sind, die auch am Anfang mit Teil des Teams waren. Aber dann am Ende, als wir wirklich durchgestartet sind, waren dann der Kern aus den Vieren plus Rockstar, die man sehen konnte. Euer Line-Up ist relativ lange gleich geblieben. War das eben auch so ein Faktor für euren Erfolg, dass ihr eben wirklich so euch nicht nur auf dem Server gut verstanden habt, sondern eben auch dann abseits des Servers? Ja, ich glaube, Freundschaft bindet. Also es ist so, wie man es halt kennt, zusammen auf Fußballplatz gehen. Nur die sind halt zusammen auf den Server gegangen. Die Chemie stimmt, wir sind immer noch befreundet. Mit dem einen oder anderen haben wir natürlich jetzt nichts mehr zu tun oder weniger zu tun, aber mein Bruder ist eh mein Bruder, den kann ich nicht loswerden. Und mit Silver treffe ich mich auch regelmäßig. Also. Ihr seid dann zu SK gegangen, Schuldkommando SK Gaming, und die hatten ja auch das schwedische Team unter Vertrag mit den ganz großen Namen, muss man sagen, Spawn, Fisker, Heaton. Hattet ihr damals eigentlich Kontakt zu so einem schwedischen Team oder war das alles so klar getrennt, das deutsche Team, das schwedische Team? Es war eigentlich immer klar getrennt. Wir hatten, ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob wir jemals gegen die trainiert haben, die waren halt einfach eine Stufe höher.
zu uns, wir waren die Deutschen, die halt sich so gesehen einen zweiten Account oder Academy-Team, sagt man heutzutage wahrscheinlich, von SK, und die waren halt die Stars, und wir mussten uns eher beweisen, als dass wir irgendwie Stars waren. Hat man sich da so ein bisschen gefühlt eher wirklich als, wie du sagst, Academy-Team oder zweites Team, weil ihr doch auch in der deutschen EPS, also in der höchsten deutschen Spielklasse, ja gespielt habt? Ich würde sagen, ja schon, weil am Ende des Tages sind halt die gewesen, die auf die alle geguckt haben, und wir hatten den Namen getragen, aber uns hat das halt schon gefallen, dass wir so gesehen zu einer der größten Organisationen gehören, und das hat uns erstmal gelangt. Ich meine, der Weg war, das war nicht das Ende des Weges, und wir waren zufrieden. Wie lief die Zeit damals ab bei SK Gaming? Ihr wurde ja immer so ein bisschen auch als Geheimfavoriten angesehen, eigentlich ein sehr starkes Team. Aber dann in der EPS-Saison hat es ja meistens immer nur so Richtung Mittelfeld gereicht, oder? Ich hatte ja immer das Problem, dass ich der ewige Zweite bin mit meinen Teams. Meistens jedenfalls. Mhm. Und wir wussten, wir können uns nur weiterentwickeln, und ab dem Zeitpunkt, wo wir uns gemerkt haben, dass wir getrennt uns vielleicht weiterentwickeln können, dann haben wir halt auch angefangen, uns getrennt zu organisieren, in andere Teams gegangen, oder andere haben aufgehört, und Mittelfeld ist ja nichts Schlechtes, würde ich sagen, und deshalb, es ging stetig bergauf und wir waren zufrieden. Du hast gerade angesprochen, der ewige Zweite. Kommen wir nachher dazu, lass uns erstmal über deine Erfolge sprechen. Du bist ja dann unter anderem auch zur N-Faculty gegangen 2008. Und das war, würde ich jetzt eigentlich so sagen, deine erfolgreichste Zeit, oder? Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Ich meine, ja, ich glaube, es gab keine Season, wo wir nicht wieder auf die Finals gekommen sind. Wir haben auch international mitgespielt, nicht erfolgreich oder weniger erfolgreich, aber wir haben auf jeden Fall Internationales zeigen können, und Finals, das war das Must-Have, was man haben sollte, und das haben wir erreicht jedes Mal. Du hast damals mit Chrisso zusammengespielt, der stand davor bei Pro Gaming ziemlich stark unter Druck, gab Cheat-Vorwürfe, gab Vorwürfe wegen der Steam-ID. Wie hast du da als Mitspieler drauf geschaut? Die sind ja in die EPS gekommen, ich weiß nicht mehr, welches Team das war, und die Vorwürfe waren ja sehr groß von allen Mitgliedern in der EPS. Und ja, man muss halt Vertrauen fassen, so gesehen, in die Person. Da ist ja seitdem auch dann sehr viel Zeit vergangen, und das Angebot war auch sehr lukrativ von Faculty. Am Ende des Tages habe ich wegen des Angebots einfach zugesagt, weil es das beste Angebot war, was ich kriegen konnte, auch wesentlich besser als die anderen. Und das hat mir gelangt, um einfach die Chance zu wagen. Und die Cheat-Vorwürfe sind ja dann eigentlich auch mit der Zeit bei Chrisso weniger geworden über die Jahre? Ja, es waren ja nicht nur Chrisso, der diese Cheat-Vorwürfe hatte. Und zu dem Zeitpunkt war das eigentlich auch gar nicht mehr so ein Vorwurf. Also da sind ja schon mehrere Seasons vorbeigegangen, bis wir zusammengefunden haben. Und ich habe das gar nicht mehr so gesehen. Es war immer eine Situation, wo man sagte, es könnte jeder cheaten, jederzeit, wie es auch heute der Fall ist, bestimmt in den Teams. Aber da muss man einfach hoffen, dass nicht so ist. Und der hat ja dann auch auf LANs gespielt, und ihr habt ja auch öfter dann zusammen auf LANs gespielt, auf Turnieren, Events. Also da hast du dann auch wirklich gemerkt bei ihm, alles sauber, alles gut? Nee, schon vorher. Also man beschnuppert sich ja dann, und man merkt einfach, diese Person legt zum Beispiel auf taktisches viel größeren Fokus als auf das Individuelle. Und dann dachte ich so, okay, Aimbot hat er nicht. Vielleicht ein Wallhack oder so etwas, aber das würde man wahrscheinlich vielleicht auch eh nicht merken. Als euer Team damals bei N-Faculty vorgestellt wurde, hieß es, ihr wollt euch so im Mittelfeld der EPS platzieren. Es ist dann nachher eigentlich immer ein bisschen mehr geworden. Ihr wart Stammgast auf den EPS-Finals. Kam das für dich überraschend? Eigentlich nicht, weil wir hatten wirklich gute. Ich durfte auch bei der letzten Spielerwahl mitentscheiden. Also Bert und Chrisso waren am Anfang direkt fix drin. Und Chrisso hat mich dann gefragt, und ich habe dann meinen Wunsch so gesehen geäußert, wen ich gerne hätte. Und er hatte eh schon auf Gerdi, da sich erkannten, ein Auge geworfen, habe ich gesagt, ich würde gerne Fry dazu haben. Und
Ich glaube, wir haben tief gestapelt. Ich würde sagen, wir haben tief gestapelt, mit Absicht wahrscheinlich vielleicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, weil die Aussage, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und für mich war es ist immer so gewesen, dass ich immer so weit wie möglich kommen möchte. Und Mittelfeld habe ich mir nicht dabei ausgemalt, weil die Mitspieler, die mit denen ich gespielt habe, die waren ja auch oberhalb des Mittelfeldes. Ich meine, Fry und Gerdy waren, glaube ich, auch die Finals die Season davor. Und deshalb denke ich, war sehr tief gestapelt. Ja. Für dich war die EPS-Saison 13 ganz besonders. Du wurdest ja MVP, Most Valuable Player, also wertvollster, bester Spieler. CS ist ein Mannschaftsspiel, 5 gegen 5. Trotzdem, was bedeutet einem so eine Auszeichnung? Ich zähle es zu einem meiner größten Erfolge. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch den MVP-Titel bekomme, weil die Einzelspieler, die mit mir konkurriert haben, sind alle vom Einzelspielen her besser gewesen als ich, würde ich so sagen. Ich war auch für den Most Improved Player für die Season nominiert, habe den nicht bekommen. Den habe ich eigentlich erwartet, dass ich den bekomme, auf jeden Fall, weil ich hatte selbst die Empfindung, dass ich mich sehr stark gesteigert habe in dieser Season und ich einen wichtigen Teil beigetragen habe, dass wir erfolgreich waren. Der Titel, wie gesagt, ist eine der Sachen dort, wo ich am stolzesten drauf bin. Und ich würde nicht sagen, dass ich ihn für eine Einzelleistung verdient habe, aber auf jeden Fall von dem, was ich zu dem Team beigetragen habe, würde ich sagen, geht es in die Richtung, ja. Du hast gesagt, es gab andere Spieler, die ihn vielleicht mehr verdient gehabt hätten aufgrund des Aimings, aber was hat dich damals dann so ausgezeichnet von den Eigenschaften her, vom Spielerischen her? Ich würde sagen, dass ich ein Allrounder war. Man konnte alles mit mir machen. Ich habe darauf hingearbeitet, dass man mit mir alles machen konnte. Am Anfang, zu Pandora-Zeiten, war ich halt der Deppenfragger, sagen wir es mal so, den man irgendwo hinstellen sollte und er muss dann seinen Job tun und bis in Faculty habe ich mich sehr weiterentwickelt und dann war ich der auch Taktiken mitbestimmt hat und Vorgänge in den Runden mitbestimmt hat und ich glaube, das war das Ausschlaggebende. Die deutsche Counter-Strike-Szene wurde jahrelang von Mouseboards und Alternate dominiert, dann kam eigentlich sehr, sehr lange nichts. Irgendwann war aber plötzlich dann Infaculty auf der Karte, war dann so eigentlich die drittstärkste Kraft, teilweise hat man sogar auch immer so Richtung zweitstärkste Kraft dann geschnuppert. Woher kam dieser Aufschwung? Ich glaube, Chryso hat sehr viel dazu beigetragen. So wie es auch in den anderen Teams immer der die Taktiken erfunden hat oder der das Team geleitet hat, sehr wichtig war dafür, dass das Team Erfolg hat. Und ich glaube, Chryso hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat uns vorbereitet, es war wie in der Schule, hat Hausaufgaben nach dem Motto gegeben und am Ende des Tages mussten wir darauf aufbauen, was er hart erarbeitet hat. Und ich glaube, das hat uns zu der drittstärksten Kraft gemacht, beziehungsweise es war ja so ein Dreigespann. Maus hat immer uns geschlagen, also wir hatten vielleicht ein Match, wo wir mal gewonnen haben, auf das 2 war es, glaube ich. Und wir haben sehr, sehr gerne Attacks geschlagen und Attacks waren die einzigen, die halt was gegen Maus machen konnten. Also es war ja so ein Dreieck. Definitiv, gab es dann wirklich diesen Dreikampf, auch über mehrere Seasons, muss man ja sagen. Welchen Einfluss hatte auch Infaculty, der Clan dahinter, eben auch dieses Clan-Gebilde, die Professionalität? Der Clan ist ja ein Verein gewesen und die Gründer selbst, die sind erwachsene Menschen gewesen, die selbst nicht mehr so viel zu tun hatten, sind ab und zu mal auf Events gekommen. Einer von ihnen hat auch mehr mit uns zu tun gehabt. Aber ansonsten war das eher sehr, sehr im Hintergrund. Wir hatten Kilian Manager und Chillkröte als so gesehen Teamorganisator und die haben sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir uns wirklich aufs Spiel selbst konzentrieren konnten und das ganze Gerüst an sich war eine optimale Situation, dass wir uns entfalten konnten. Und ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht oder haben auf jeden Fall versucht, das Beste daraus zu machen. Und an sich, glaube ich, standen wir mit Mausbus und AirTex auch auf demselben Niveau, was das angeht. Also auch in Sachen Gehälter, Strukturen des Clans?
Gehälter würde ich sagen, war schon gut. Aber ich denke nicht auf dem Niveau von Mausbots. Ich glaube, da war nochmal ein weiteres Treppchen, aber das ist verständlich, denke ich, weil Mausbots hatte ja zu der Zeit den größten Erfolg und deshalb passt es. Hast du damals dann professionell gespielt, also dich nur aufs Zocken konzentriert, oder hast du eben vielleicht doch auch noch irgendwie einen anderen Beruf quasi ausgeübt? Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht und konnte damit mit Stolz behaupten, dass ich mit Zocken mehr verdient habe als mit der Ausbildung. Und ja, deshalb war ich da ziemlich zufrieden. Erst recht, wenn man zu so einer Zeit so viel Geld zusammentragen konnte. Wäre es für dich in Frage gekommen, alles auf die Karte E-Sport Counter-Strike zu setzen damals? Wäre es, aber ich glaube, ich war nicht so beliebt bei denen, die noch erfolgreicher waren als Faculty. Und irgendwann kam auch diese Situation, wo ich gemerkt habe, ich bin zu ehrgeizig für das Spiel. Und andere Leute wollen vielleicht nicht so sehr mitziehen wie ich. Und da kam für mich dann auch eher der Gedanke, vielleicht sollte ich eher davon zurücktreten. Erst recht, als dann das Spiel CSGO rauskam, habe ich gemerkt, das Spiel gefällt mir nicht. Und wahrscheinlich würde es in die falsche Richtung gehen, wenn ich dafür jetzt so viel Effort reinstecke. Und deshalb, glaube ich, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Auch wenn heutzutage, wenn man sieht, was für die Leute da verdienen, dann wahrscheinlich doch die falsche Entscheidung war, hätte man mal mehr Gehirnschmalz da reinstecken sollen, dass man hätte weitermachen sollen, damit man vielleicht in der Hinsicht weiter Geld verdienen kann. Es gab damals bei Infaculty auch das Vereinsheim. Also das war ja schon was Ja. Besonderes, auch in Köln, als das eröffnet wurde. Da war der Oberbürgermeister da von Köln, viel Medienresonanz. Wie können wir uns das E-Sport-Vereinsheim vorstellen, das es damals gab? Also grandios war es nicht. Es war wirklich wie Büroräume. Also unten war eine kleine Lobby, dort wo solche Sitzsäcke waren, ein Fernseher, so ein Flatscreen-Fernseher, wo man sich zusammen Sachen anschauen konnte. Da war ein Tischkicker, glaube ich, und viele Räume, wo Merchandise und Müll gestapelt wurde. An den Wänden hingen Bilder oder auch mein MVP-Titel habe ich zur Verfügung gestellt, weil ich bei mir wird es nur verstauben, nach dem Motto. Und dann konnte man eine Treppe hochgehen. Gab es zwei Räume, ein Raum links, ein Raum rechts. Links war sehr klein, da konnten halt wirklich nur 5 Leute Platz nehmen. Und rechts war Platz für, ich würde sagen, 15 Leute. Und da wurden die Computer dann alle aufgebaut und man konnte gemeinsam nebeneinander spielen. War an sich super. Und es war wahrscheinlich vergleichbar mit diesem AdText LAN-Haus. So vom Aufbau her. Also ihr habt dann auch da Bootcamps abgehalten und da Genau. trainiert oder so? Ja. Die Räume wurden auch für andere Teams zur Verfügung gestellt. Aber klar, wenn wir dahin wollten, dann sind wir dahin gegangen, haben da gespielt und trainiert und ja. Wie kann man sich so ein Bootcamp vorstellen? Ich kenne es noch von meiner Starcoma-Zeit, also wir haben es auch mal gemacht, aber es war natürlich alles nicht so professionell. Viel gespielt natürlich, viel Pizza gegessen, Energy Drinks. Wie war das dann bei euch später? Viel Energy Drinks, viel Energy Drinks, viel Pizza bestimmt auch, der ein und andere Burger auch. Ist so, Anreise freitags wahrscheinlich, freitags schon gezockt, mit Sicherheit auch. Ansonsten samstags den Tag dazu genutzt, erstmal lang auszuschlafen oder versuchen lang auszuschlafen. Und irgendwann hat man Taktik besprochen, abends wurden dann Gegner gesucht. Und dann einfach die Taktiken versucht umzusetzen. Wir haben eigentlich das Gleiche gemacht wie online, nur halt vor Ort, dort, wo man besser sich miteinander absprechen kann oder halt Sachen diskutieren kann, das alles. Du hast es vorher angesprochen, du warst mehrfach auf den EPS-Finals, aber es hat eben dann doch nicht für den EPS-Titel gereicht, aber du warst oft nah dran. Ich möchte jetzt nicht die Fußballvergleiche bringen mit Bayer Leverkusen, des Counter-Strikes, ewiger Zweiter, aber trotzdem, wie sehr hat sich dann irgendwann mal so ein bisschen geärgert quasi, dass es dann doch nicht dieser eine EPS-Titel dann wurde? Eigentlich habe ich mich nie geärgert darüber, weil ich war happy, dass wir Leute, die so gesehen Bayern München des DSL die Mausports ärgern konnten, beziehungsweise ihnen zeigen konnten, dass da nicht nur AdText gibt, sondern auch uns, auch wenn wir manchmal schon ziemlich zerberstet wurden von Mausports.
Aber es wäre natürlich schön gewesen, aber zweiter Platz ist auch okay. Mousebots war damals natürlich schon auch extrem stark. Gab es da für euch keine Möglichkeiten, dieses Team irgendwie mal so richtig zu ärgern oder auch zu schlagen? Es gab wirklich nur eine Map, glaube ich, auf das 2, wo wir gegen sie gewonnen haben. Da habe ich sogar ziemlich, ziemlich gut gespielt. Und ich glaube, ansonsten haben wir nie in einem offiziellen Spiel gegen sie gewonnen. Und die Spielstile haben mir einfach nicht gepasst. Also sie hatten einen anderen Spielstil als wir und der war perfekt für uns. Das heißt, die haben uns konnten uns immer ausspielen, haben uns hauptsächlich mit Aiming weggedrückt wahrscheinlich. Und genauso war es dann, wir hatten die richtige Antwort auf Alternate Attacks. Also wir wussten, wie wir sie ausspielen konnten. Und das haben wir sehr oft gezeigt. Natürlich war es dann nicht so eindeutig wie Mousebots gegen uns, aber wir haben den eigentlich, wir waren der Schrecken von Attacks. Und ja, es hat einfach nicht geklappt gegen Mousebots. Ich kann es bis heute nicht sagen, woran das genau lag, aber ja. Welchen Einfluss hatte damals Gobby auf das Mousebots-Team? Ich denke, er war die treibende Kraft, wie er meistens in den Teams, die er noch heute führt, die treibende Kraft ist. Er steuert alle und er steckt sehr viel Zeit in diese Steuerung und sehr viel Energie und ich denke, er ist sehr autoritär, was das angeht und möchte damit das Team zum Ziel führen. Auch wenn es nie mit dem EPS-Titel geklappt hat, habt ihr doch was Besonderes geschafft mit N-Faculty, der legendäre Deckendiffuse auf Nuke. Gleich zweimal erfolgreich. Du sollst nicht Standard legen, ganz, ganz wichtig. Wie seid ihr eigentlich auf diese Taktik gekommen? Ganz einfach, es gab diese Pubmasters, die man wahrscheinlich kennt von damals. Die haben, für die es nicht kennen, verschiedene Strategien angewandt, die eher lustig sind, also amüsant waren, als zielführend. So dass die Leute zum Beispiel zu viert aufeinander gelaufen sind und dann einfach in alle Richtungen geschossen haben. Und da hat man auch diesen Deckengefuse zum ersten Mal gesehen wahrscheinlich. Und wir haben das für uns adaptiert und haben mal gedacht, wäre doch mal super, ein offizielles Match das mal zu schaffen. Ich war ja sowieso Fan davon, weil wir auch bei Pandora zu Pandora-Zeiten gerne solche Ideen hatten. Und ja, wir hätten nie gedacht, dass es so gut klappen würde. Was musstet ihr euch damals auch von der Community anhören? Diese Taktik war neu. Der eine oder andere sagte, ja, das ist ja auch ein bisschen das Bug-Abusing. Was gab es da dann für Kommentare? Ja, zum Beispiel Tim Silver hat es nicht so gepasst, zum Beispiel. Ich meine, die Leute, die hatten, war wirklich zwiegespalten. Die anderen haben gesagt, oh, super geil, sowas braucht man, das erregt ja auch Aufmerksamkeit. Und dann gab es halt welche wirklich, die gemeint haben, ja toll, kein Skill, dazu brauchst du kein Skill, du musst nur ducken und sich aufeinander stapeln. Super, kannst auch Domino spielen. Aber wir haben es trotzdem zweimal geschafft. Beim ersten Mal, das war natürlich schon was ganz Neues. Hast du gedacht, dass es beim zweiten Mal auch nochmal klappt? Hätte ich nie gedacht. Die Situation hat es aber gut ergeben, weil wir haben gegen Attacks gespielt auf den Finals und wir haben, glaube ich, 8 Runden am Stück gewonnen. Also wir haben keine Runde abgegeben. Dann haben wir die erste Runde abgegeben und wir mussten aber sparen, weil die uns halt jedes Mal immer bis auf den letzten Mann wahrscheinlich zerschossen haben und wir dann immer die Runden gerettet haben. Und keiner würde denken, dass wir sparen müssen. Und wir haben die Spar dafür genutzt, um das mal noch ein zweites Mal zu machen. Und es hat so gut geklappt, dass es halt wieder geklappt hat. Und dafür bleibt ihr natürlich auch immer in der Counter-Strike-Geschichte mit einem Ehrenplatz für diesen Decken-Diffuse. Nach deiner Counter-Strike 1.6-Karriere, wie ging es dann bei dir weiter? Du hast Counter-Strike Global Offensive angesprochen. Ich habe Go nie wirklich aktiv gespielt. Ich habe es mal versucht. So nach mehreren Jahren mit so einem Team in der EAS zu spielen. Aber das Spiel hat mir nie wirklich richtig Spaß gemacht. Ich kann es ja auch nicht sagen, woran es genau gelegen hat. Ich glaube, am Anfang war es einfach, dass es zu buggy war und zu viel das Schussverhalten mir nicht gefallen hat. Und gegen Ende hin wahrscheinlich einfach, weil ich nicht reingekommen bin und das Spielgefühl einfach, das Spiel einfach nicht gefühlt habe.
Ich habe mich auch als Coach ein bisschen versucht, aber das ist ziemlich in die Hose gegangen. Ich glaube, ich bin einfach nicht die Autoritätsperson, die man vielleicht, oder ich weiß nicht, vielleicht haben die jungen Wilden einfach kein Interesse gehabt, dem alten Mann zuzuhören. Und das ist, glaube ich, nach 2 Monaten auch in die Brüche gegangen und ich habe es dann auch gelassen mit CSGO, einfach nur ab und zu mal gespielt. Aber wirklich 100% habe ich da nie reingesteckt. Genau, du warst Coach bei Planet Key Dynamics, war das Team. Wie schwierig war das aber auch dann quasi so diesen Bruch zu finden, also diese Umstellung von Spieler zu Coach? Also ich muss immer sagen, ich habe wahnsinnig gerne gespielt, Taktik, ja, hat man gerne zwar gemacht, aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen was anderes zu sagen, hey, ich habe jetzt hier 5 Leute, denen sage ich so und so, müsst ihr spielen. Hat man da nicht selbst auch das Gefühl gehabt, ich möchte eigentlich auch lieber selber wieder spielen? Dadurch, dass das Spiel, dass ich gerade Valorant zum Beispiel spiele, hätte ich nichts dagegen zu coachen, auch in dem Spiel. Ich finde es interessant, den Leuten etwas beizubringen. Ich finde es auch, ich habe sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrung, was taktisches Gefühl angeht und das würde ich auch gerne weitertragen. Ich denke, wenn ich eine Vollzeitstelle im Coaching angeboten bekommen würde, die auch lukrativ wäre, dann würde ich auch meinen 9-to-5-Job an den Nagel hängen, wenn es dir auf jeden Fall ausreichend lukrativ ist, ja. Also das schließt du nicht aus. Es gibt ja viele, die wirklich abgeschlossen haben und sagen, nee, ich bin jetzt quasi in Anführungszeichen seriös, arbeite in einem ganz normalen Beruf und E-Sport ist quasi jetzt wieder ein Hobby. Warum kann man das Hobby nicht zum Beruf machen, sage ich immer. Deshalb auf jeden Fall, ich sehe da eine Möglichkeit. Ich sehe keine Möglichkeit, dass mich jemand fragt. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich selber den Weg suchen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich nie ausschließen würde. In welchem Hauptberuf arbeitest du gerade? In welchem Bereich bist du gelandet? Ich bin bei der Deutschen Bahn gelandet. Nein, ich bin nicht für die Zugverspätung verantwortlich. Ich bin da im IT-Bereich der Deutschen Bahn und da im Vertrieb. Und Games, du hast es angesprochen, Valorant wird noch ab und an gespielt. Gibt es sonst noch Games, die du jetzt noch zockst? Aktuell, seit Valorant rausgekommen ist, eigentlich nur auf Valorant. Und das nicht nur ab und zu, sondern eigentlich sehr, sehr oft, ja. Haben ja auch andere Counter-Strike-Spieler von früher den Weg zu Valorant gefunden. GOBB natürlich als großes Beispiel. Ist es da möglich, eigentlich aktuell als Pro-Gamer sein Geld zu verdienen, also wenn man sehr, sehr gut spielt? Ich denke, ja. Ich denke auch, dass GOBB damit sein Brötchen, genug Brötchen verdient. Ich denke auch, ich hätte das Potenzial dafür, weil ich im Ranking auch sehr gut dabei bin, aber du brauchst zum einen Connections, dann sind Leute wie GOBB, die zum älteren Kaliber gehören, sehr selten. Es tauchen natürlich immer mal wieder auch in USA, dort wo es größer ist als hier in Europa, tauchen ältere Spieler auf, die bei den Top-Teams mitspielen. Ich würde gerne, aber ich glaube, das ist genauso wie beim Coaching, dass man sehr viel Zeit da rein investieren muss. Und wenn man einen richtigen Job hat, dann geht das leider nicht. Und wenn, dann willst du auch nur Vollzeit machen wollen. Und da muss auch finanziell einfach stimmen, weil du kannst nicht einfach deinen normalen Job aufgeben, um dann für 500 Euro im Monat dein Hobby nachzugehen. Absolut. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Counter-Strike-Karriere, wie zufrieden bist du? Sehr zufrieden. Also ich würde fast nichts anders machen. Es gibt so ein paar Stellen, die ich gerne ausradieren würde vielleicht, aber ich glaube, es ist bei jedem so. Aber der Weg ging immer nach oben und ich hätte beim ersten Mal, als ich aufgehört habe, einfach aufhören sollen. Bin dann aber natürlich nochmal wiedergekommen, als ich gefragt wurde, dass ich wieder ins Team von Infacuity reinkomme, aber ansonsten war das alles top. Dann wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Bedanke mich recht herzlich bei dir. Das war Jerome Chedi-Tod. Vielen Dank für das Interview. Danke auch.